Ja, der Horst hat gerade gesagt, mach die Tür zu und fang an. Dann will ich jetzt noch Folge leisten. Ich freue mich sehr, dass Sie viele den Weg gefunden haben zu unserem Thema heute, ZEP, Customer Enablement in Digitalisierungsprogramme. Ja, was soll ich dazu sagen am Anfang? Digitalisierung ist ja in aller Munde. Auch wir werden hier auf den Print-Days sicher die nächsten beiden Tagen eine ganze Reihe an Vorträgen über dieses Thema hören und werden aus diesen sicher auch wichtige Impulse mitnehmen können. Die Digitalisierung schreitet also voran. Sie schreitet jetzt vielleicht nicht so schnell voran, wie wir uns das erhoffen oder wie wir es gedacht haben, aber dennoch ist derzeit viel im Wandel. Und dieser Wandel, der betrifft nicht nur unsere Kunden und deren Organisationen, sondern auch wir als IT-Dienstleister und Systemintegrator müssen uns diesem Wandel stellen. Wir müssen aus den sich beginnenden Veränderungen Rückschlüsse ziehen, wie wir unser Business neu aufstellen wollen, ob wir auch vielleicht, wie wir die Art und Weise, wie wir die Projekte machen, auch in Zukunft noch machen werden. Und deshalb möchte ich Ihnen heute erläutern, was uns dazu bewogen hat, ZEP, Customer Enablement Programm, aufzusetzen, eine neue Art der Projektmanagement-Vorgehen von der STZ. Und interessant ist, welche Überlegungen uns dann auch dazu geführt haben, ein Projektvorgehen zu entwickeln, das eigentlich unser Kerngeschäft kannibalisiert. Bevor wir jetzt einsteigen, vielleicht noch ein paar Worte, wer wir sind und woher wir kommen. Die STZ Ecom ist ein Systemarchitekt und Systemintegrator mit Schwerpunkt auf PIM und MDM-Systeme. Aber auch Publishing und Publishing-Automatisierungsprojekte gehören zu unserer Kernkompetenz. Derzeit sind wir 80 Mitarbeiter und wurden 1995 gegründet. Und wenn man unsere Organisationsstruktur anschaut, setzt die sich zusammen aus Consultants, Projektleiter, Softwareentwickler und so weiter. Also, wenn man so will, reiner IT-Dienstleister. Was uns vielleicht noch unterscheidet, ist, dass wir auch Experten der Medienproduktion bei uns in den Teams haben. Das ist bei uns historisch begründet, dass wir diese, wie wir sie nennen, Dynamic Publisher bei uns im Team fest verankert haben. Denn die STZ Ecom ist Teil der Mediengruppe der STZ und die Mediengruppe STZ ist ein Medien- und Verlagshaus mit Sitz in Aalen und aus deren Druckvorstufe bzw. aus der Druckerei ist die STZ entstanden und später dann ausgegründet worden. Ja, wenn Sie jetzt auf unsere Kunden blicken und vielleicht mit dem einen oder anderen ein Gespräch über das Thema Digitalisierung führen würden, dann würden Sie zwei Dinge feststellen. Zum einen, dass die Digitalisierungsprojekte, ich spreche jetzt hier im Schwerpunkt für PIM und MDM-Systeme, sind im Regelfall Teil eines größeren Digitalisierungsprojektes. Sie sind aber auch vielleicht nicht ein Riesendigitalisierungsprojekt, aber zumindest sind sie der Anfang oder Beginn einer Digitalisierungsaktivität. Das Zweite, was wir festgestellt haben, ist, dass diese Projekte nicht in den IT-Abteilungen unserer Kunden angesiedelt sind, sondern dass diese meistens aus den Fachabteilungen Marketing oder Vertriebsorganisation die verantwortlichen Projekte managen. Das hat uns jetzt mal beschäftigt, ob das jetzt nur bei uns so ist oder ob man davon eine Regel ableiten kann. Ich habe Ihnen dazu mal eine Umfrage der Bitkom von 2018 mitgebracht. Die ist jetzt zwar schon ein paar Jahre älter, aber ich denke, die hat immer noch ihre Aktualität. Die Bitkom hat gefragt, welche Aspekte Unternehmen denn mit dem Begriff Digitalisierung verbinden. Und im Ergebnis sind dann zwei, wenn man so will, Gruppen entstanden. Einmal Unternehmen, die ein eher konservatives, zögerliches Verständnis zur Digitalisierung entwickelt haben. Ich würde mal sagen, die sehen eigentlich Digitalisierung als eine andere Art, das Gleiche zu tun. Schauen wir uns deshalb mal lieber die unteren an, die ein moderneres, nach vorne gerichtetes Verständnis für die Digitalisierung entwickelt haben, die da auch wieder Chancen daraus sehen, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Automatisierung der betrieblichen Geschäftsprozesse ist ein Aspekt, den diese Unternehmen unter Digitalisierung sehen, im Hals, oder die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen. Und für mich ganz wichtig, dass auch die Unternehmen Chancen sehen in der Erweiterung ihres Portfolios um virtuelle digitale Dienstleistungen.
Und die Bitkom hat weiterhin gefragt, ja, wo denn eigentlich diese Digitalisierungsprojekte in den Unternehmen angesiedelt sind. Und als erster Stelle stand die Produktion. Ich glaube, da hätten wir alle miteinander drauf getippt. Es liegt ja nahe, dass die Produktion als erstes in Angriff genommen wird bei Digitalisierung, Prozesse zu optimieren, zu automatisieren und damit zu digitalisieren. Aber an zweiter Stelle waren schon in den Organisationen Marketing, Services und Vertrieb. Hat also unsere These oder unsere Frage in erster Linie bestätigt. Und genau in diesen Bereichen sind schon sehr viele Digitalisierungsprojekte angesiedelt und sind auch weiterhin viele geplant. Und das, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wir hatten ja gesagt, unsere MDM- und PIM-Projekte sind ja Teil der Digitalisierungsstrategie und der Prozessautomatisierung. Und von daher heißt es zum einen in der Fachabteilung angesiedelte PIM- und MDM-Projekte, aber es stürzt natürlich auf das Marketing noch viel mehr Softwarelösungen ein. Ich habe mal hier so ein Wimmelbild, brauchen Sie jetzt keine Mühe machen, kann man nicht lesen, ist ein unscharfes Bild, soll eher die Dimension zeigen. Es gibt einen Blog, der heißt Chief Martech und der listet ungefähr seit 2011 Software auf, die den Anforderungen, den Marketingprozessen unterstützt. Und 2011 waren das noch ungefähr 150 Lösungen und jetzt 2020, wie Sie sehen, ist die Grafik entstanden, sind es schon 8000 Softwarelösungen, die Marketingprozesse unterstützen. Ja, also ein ganz schönes Thema. Weil wir jetzt aber heute auf den Print.de sind, habe ich Ihnen noch einen kleinen Fun-Fact mitgebracht. Den Print ist so ein Phänomen, auch heute haben wir schon wieder gehört, der Satz Print ist tot. Ich kenne keine Branche, die sich immer so selber schlecht redet und es gibt keine Veranstaltung, über der Print gesprochen wird, wo nicht dieser Satz fällt. Vielleicht sollte man einfach einmal damit aufhören. Und hier unterstreicht es auch die Grafik. Print als Untersegment der eben gerade gezeigten Technologien ist mit einem Wachstum von 35% gegenüber von 2019 eine der am stärksten wachsenden Technologiesegmenten in diesem Bereich. Ja, nochmal zurück zu unserem Thema. Wir haben dann also überlegt, nachdem ja unsere Thesen bestätigt wurden, was bedeutet das jetzt von uns, was können wir davon ableiten und welche Ideen können wir da entwickeln. Und in der Konsequenz bedeutet es ja, dass wir die IT-Projekte mit den Fachabteilungen durchführen werden und diese Fachabteilungen zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft noch eine ganze Reihe mehr an Aufgaben eigentlich stemmen müssen. Sie müssen ein Projektmanagement treiben für ein in großen Teilen durchaus komplexes IT-Projekt. Die Projektsteuerung interner Abteilungen oder Beteiligten. Sie müssen externe Dienstleister steuern, den Implementierungspartner oder die Implementierungspartner, je nachdem, wie viele Parallelprojekte Sie haben. Ja, und die Überwachung der Projektziele, der kaufmännischen Aspekte. Und nicht zu vergessen, der Einbindung der Geschäftsleiter und der Shareholder. Und das sind jetzt im Regelfall alles Themen, die man so neben dem Tagesgeschäft macht und die man wahrscheinlich in dieser Komplexität und in diesem Umfang nicht jeden Tag gemacht hat. Ich habe mir mal in Vorbereitung auf den Vortrag heute vorgestellt, wie es wohl aussieht, wenn wir jetzt zusammen mit unserem Kunden, also mit der Marketingabteilung, in ein solches IT-Projekt einsteigen. Also der Auftrag, wir haben mit dem Kunden beschlossen, wir klettern zusammen auf den Berg, also in ein IT-Projekt. Der Auftrag kommt bei uns rein, dann sehen Sie jetzt hier unser Projektteam. Das Projektteam hat sich dann gleich vorbereitet, die Ausrüstung zusammengestellt, das Basislager errichtet, schon vielleicht die ersten Sicherungshaken in den Fels gedonnert und hat sich bereit gemacht auf den Weg dann zum Kunden. Also Sie sehen hier, das Team hat seine Ausrüstung zusammengestellt aus einer großen Erfahrung aus vielen Projekten. Und dieses Team trifft nun auf den Kunden. Der wäre jetzt hier, sitzt schon ganz schön bereit und wartet, freut sich schon auf das Projekt, was wir zusammen starten, blickt auch schon nach oben im Sinne des gemeinsamen Ziels. Und wenn Sie jetzt beide miteinander vergleichen, beide Bilder, stellen Sie fest, es passt irgendwie nicht zusammen. Also zum einen sehen Sie ja auch schon, die Ausrüstung passt nicht so richtig zusammen. Obwohl der Kunde sicherlich gut vorbereitet war, wir haben uns ja am Anfang ausgetauscht, wir haben gesagt, ja, also wir wollen auf den Berg besteigen, da brauchen wir eine bestimmte Ausrüstung dazu. Wir wollen die und die Ziele erreichen und das wird alles gar kein Spaziergang,
Also sei gut vorbereitet. Und jetzt werden wir natürlich sagen, wir haben alles soweit besprochen. Wie kommt es jetzt also, dass die eine Mannschaft mit einer hochalpinen Ausrüstung an den Start geht und unser Kunde, sicher auch gut ausgerüstet, nach dem besten Wissen und Gewissen, aber eher das Ganze als, wenn ich so will, sportliche Outdoor-Aktivität eingeschätzt hat? Jetzt werden Sie natürlich sagen, ja klar, das ist doch der Klassiker. Man hätte doch im Anfang mehr miteinander reden können, man hätte doch das eine oder andere mehr spezifizieren können. Ja, stimmt, da gebe ich Ihnen eigentlich recht. Wenn man beschließt, auf den Mount Everest zu steigen, dann spricht man am Anfang über 8848 Höhenmeter. Man spricht über minus 40 Grad und Sauerstoffmangel, so ich ihn heute habe. Ja, aber eins will ich dazu sagen, wer so eine hochalpine Erfahrung noch nicht gemacht hat, kann sich nicht vorstellen, was einen erwartet, wie es ist, über 8000 Meter sich zu bewegen, wie sich minus 40 Grad anfühlen. Und genau das ist mir wichtig zu sagen, auch diese Situation kann man auch mit Projekten vergleichen. Wer in den Detailfragen eines großen, komplexen IT-Projekts noch nicht Erfahrung gesammelt hat, wird wahrscheinlich sich auch nicht vorstellen können, was da alles auf ihm im Detaillierungsgrad zukommt. Natürlich gibt es Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hatte schon 3 PIM-Systeme implementiert. Wir waren dann Nummer 4, wenn man jetzt so sieht. Der Kunde, wie der an den Start ging, das kann man durchaus mit unserem hochalpinen Team vergleichen. Ich glaube, der hatte sogar noch den einen oder anderen Sicherhaken mehr dabei und war wahrscheinlich sogar besser ausgerüstet als wir, weil er ja genau wusste, auf was er sich einlässt, also welche Themen ihn erwarten. Und das eine ist die Ausrüstung. Und das andere ist auch, ich würde mal sagen, die Fitness oder die Kondition. Denn oft wissen wir nicht im Detail, im Vorfeld, wenn wir in ein Projekt einsteigen, ob wir denn die gemeinsam verarbeitete oder festgelegte Geschwindigkeit in der Maßstabelle, die wir da definiert haben, auch erreichen. Also somit unterschiedliche Erwartungshaltung, unterschiedliche Voraussetzungen, die führen oft zu Problemen in IT-Projekten. Dazu habe ich mal in Google nachgeschaut, wenn man das eingibt, Problem in IT-Projekte, ist fast 7,5 Millionen Ergebnisse. Und genau das, was ich gerade gesagt habe, ist letztendlich der Grund, warum man hier so viele Suchergebnisse hat. Aus unserer Erfahrung scheitern IT-Projekte nicht an der eingesetzten Technik, ob Sie jetzt Software A oder B nehmen, der Software oder der Projekterfolg wird erreicht. Auch die Auswahl des Vorgehensmodells, ob Sie sich jetzt für ein, sagen wir, klassisches Wasserfallmodell oder ein agiles Projektvorgehen entscheiden. Ich glaube, das hat auch in der Praxis nicht den größten Einfluss auf den Projekterfolg. Projekte scheitern aber an mangelnder Informations- und Kommunikationskultur in den Unternehmen. Projekte scheitern, weil das Vertrauen innerhalb der Projektteams, also wenn ich von Teams spreche, spreche ich immer von Dienstleister und auf Kundenseite, scheitern also an fehlendem Vertrauen im Projektteam, weil wenn wir jetzt gerade im PIM- und MDM-Umfeld in ein Projekt einsteigen, setzen wir quasi ja auch Veränderungs- und Wandelsprozesse in Gang, Change-Prozesse. Und genau dieser Faktor, was sich dann in den Unternehmen auf Kundenseite ändert, wird im Regelfall in den Projekten unterschätzt, teilweise auch, ja, wie soll man sagen, ignoriert. Ja, und die Größe des Projektteams hat auch Einfluss auf die Erfolgsfaktoren. Je größer das Team, man kann auch sagen, viele Köche verderben den Brei, also das passt durchaus auch für IT-Projekte, denn je mehr gruppendynamische Prozesse durch die Größe entstehen, desto größer ist das Projektrisiko. Ja, und ganz last but not least, die Klassiker, fehlende Ressourcen, die Anforderung wird unterschätzt. Das ist das Thema Ausrüstung, Kondition, aber auch zu optimistisch geplante Realisierungszeiträume. Wenn man jetzt schaut, was ich hier zusammengestellt habe, ist aus dem Buch Die Bilanz des Misserfolges in IT-Projekten, ist so ein bisschen depressiver Titel, zeigt eigentlich auch schon, was das Ergebnis dieses Buches ist. Und genau das war eigentlich auch der Grund, mir hat da so ein bisschen der positive Aspekt gefehlt. Und es gibt ja auch durchaus Einflussfaktoren, die auf einen Projekterfolg einzahlen oder zumindest gerade die Qualität des Erfolgs erhöhen.
Und aus unserer Sicht ist entscheidend für eine erfolgreiche und somit bessere Projektergebnisse, ist die Expertise im gesamten Projektteam, also die Expertise des Kunden, aber auch die Expertise natürlich des Dienstleisters. Was bedeutet das dann nur konkret? Schauen wir uns nochmal die zwei Bergsteigerteams an. Auf der rechten Seite das hochalpine Team, erfahren, gut trainiert, gut ausgerüstet und auf der anderen Seite sicher auch gut vorbereitet mit standardmäßiger Ausrüstung der Kunde. Was glauben Sie denn jetzt, welchen Berggipfel könnte denn jetzt das Team zusammen erreichen? Ja gut, um mal ein Beispiel zu nehmen, der Rechberg, ein Berg zwischen Aalen und Stuttgart, 757 Meter hoch, Bombenwetter, schöne Landschaft, also ich glaube, das müsste das Team auf jeden Fall zusammen schaffen. Wahrscheinlich auch, würde ich mal sagen, die Zugspitze. Aber mit Mont Blanc, 4000 Meter, auch schon deutlich höher wie die zwei genannten, da habe ich meine Zweifel, es müsste gerade noch klappen. Aber was ich jetzt schon sagen kann, in dieser Konstellation wird der Mount Everest nicht erreichbar sein. Dann werden Sie sagen, ja, obwohl, ja, warum denn nicht? Ich habe doch jetzt einen Dienstleister beauftragt, ich habe ein Top-Team, ich zahle viel Geld für die Implementierung. Das muss doch irgendwie gehen. Und ja, da gebe ich Ihnen recht, heute schafft es jeder irgendwie auf den Mount Everest, genug Budget vorausgesetzt, ist es heute schon möglich. Und es ist auch möglich, den Erfolg zu erzwingen. Und wenn man am Ende einen findet, der einen hochträgt, also die Sherpas mal kräftig zupacken. Aber eins will ich noch in diesen Aspekt mit einbringen. Wenn Sie jetzt sich entschlossen haben, auf den Mount Everest zu steigen und Sie einen Sherpa gebucht haben, der Sie dann nach oben bringen muss, und Sie starten dann im Basislager und laufen dem Sherpa hinterher, werden Sie im Laufe des Projekts Erfahrungen sammeln und Erkenntnisse gewinnen. Und Sie werden sich ab einer gewissen Wegstrecke sicher fragen, ist denn der Weg, also praktisch, wo ich jetzt dem Sherpa hinterherlaufe, ist denn das überhaupt der richtige und beste Weg für mich? Und was ist überhaupt der beste Weg für mich? Ist es der kürzeste, ist es der schnellste, ist es der am wenigsten gefährliche oder ist es der mit der schönsten Aussicht? Und genau das können Sie nicht selber beeinflussen, wenn Sie nur jemandem hinterherlaufen. Und wie wäre es denn, wenn Sie jetzt selber Teil eines Teams wären, also wenn Sie selber den Weg bestimmen können? Dann müssen Sie sich nicht darauf verlassen, dass der von dem Sherpa oder von dem Dienstleister vorgegebene Weg vermeintlich der beste für Sie ist. Wäre es also nicht besser, wir würden wie eine Seilschaft zusammen vorgehen. Also von Anfang auf Augenhöhe im Projektteam miteinander zu kommunizieren, so nach dem Motto, lass mich als Kunde verstehen, was du da so machst. Denn dann können Sie als Kunde Ihre Fachkompetenz mit einbringen und gemeinsam die passenden oder für Sie besten Projektergebnisse erzielen. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man als Seilschaft, also quasi in der Partnerschaft, die man eingeht, da bildet man ein Team und unterstützt sich und sichert sich auf dem Weg zum gemeinsamen Gipfel. Und dieses Vorgehen führt definitiv, wenn man im Sinne des Kunden denkt, zu für den Kunden besseren Projektergebnissen. Und das war der Punkt, wo wir uns überlegt haben oder uns sicher waren, dass es sowohl der STZ, wir sind ja dann nicht so altruistisch unterwegs, aber dass es der STZ, aber auch dem Kunden hilft, wenn man den Kunden enabelt oder das Fachwissen auf Kundenseite erhöht, um dann mit als Seilschaft auf den Berggipfel auf praktisch in der Kommunikation auf Augenhöhe voranzuschreiten. Und das war der Grund, warum wir dann ZEP gegründet haben. ZEP heißt Customer Enablement Programm. Und der Ansatz, den wir dabei gewählt haben, war auch radikal neu zu denken, denn wir stimmen uns im Vorfeld mit dem Kunden ab, wer welche Rolle im System hat oder in dem Projekt hat. Denken Sie an das Bild vom Sherpa. Der Kunde kann also von Anbeginn eine bestimmte Rolle wählen. Er kann aber auch während der Projektlaufzeit diese Rolle ständig verändern und idealerweise in eine führende Rolle wechseln. Also wir können uns nach den ersten Kilometern etwas zurückfallen lassen und der Kunde übernimmt die Führung und kann dann weitestgehend selbstbestimmt agieren. Und diese Flexibilität, die war uns sehr wichtig, denn wir haben auf der einen Seite Kunden,
die schon von Anbeginn relativ selber und autark und selbstbestimmt arbeiten wollen. Klar haben wir die in der Projektvorbereitung noch ein bisschen trainiert und gecoacht, aber die sind relativ schnell an einem Punkt, um alleine zu marschieren. Auf der anderen Seite haben wir auch Kunden, die aus Ressourcengründen oder Sicherungsgründen uns als Sherpa buchen, um sie durch das Projekt zu führen. Aber eins will ich vielleicht auch noch gleich vorneweg sagen. ZEP ist jetzt nicht die Lösung für alles. Es gibt Projekte und Kunden, die sind für ZEP geeignet. Und es gibt Kunden und Projekte, die sind weniger für ZEP geeignet. Zu den Details komme ich dann noch. Aber eins kann man sagen, dass ZEP sich sehr gut für mittelständische Unternehmen eignet. Wie gehen wir denn nun vor? Also zum einen haben wir, und das ist uns ganz wichtig, dass wir uns im Vorfeld mit dem Kunden über die eben erwähnte Rollenverteilung abstimmen. Welche Aufgaben kann der Kunde in dem Projekt übernehmen? Und da kommt es natürlich immer wieder zu dem Punkt, wo einer sagt, ja, Mount Everest, klar, mache ich, kein Problem. Wo wir aber sagen, naja, mit deiner Konstellation, mit dem Umfeld des Projektes, das sind meistens so Einflussfaktoren wie Ressourcen oder Know-how, da würden wir abraten, den ZEP-Weg zu gehen, lass uns da lieber ein konventionelles Projekt wählen. Und auf der anderen Seite ist es uns wichtig, dass wir mit dem Kunden die Ziele realistisch definieren. Wir sagen nicht gleich, lass uns losgehen, zack, auf den Mount Everest hoch, sondern jetzt um mit dem Bild zu bleiben, wir fangen mit dem Rechberg an, haben die ersten Schritte gemacht, sind trainiert, schaffen es dann gut auf die Zugspitze, haben uns da mehr zusammengerauft, sind zum guten Team geworden, dann ist Mont Blanc drin und nächstes Jahr machen wir den Mount Everest. Und das ist aus meiner Sicht schon die erste oder das erste Agieren auf Augenhöhe. Wir definieren gemeinsam, was sind realistische Ziele, was kann der Kunde übernehmen und was kann der Dienstleister realistisch leisten im Rahmen der Projektvoraussetzungen. Und für die Vorbereitung des Projekts, also bevor wir dann wirklich ins Doing einsteigen, haben wir eine ganze Reihe an Trainingsmodulen entwickelt. Die erläutere ich im Nachgang auch noch mal ein bisschen tiefer, um den Kunden zu enablen, um den Kunden in das Projekt vorzubereiten. Und diese, da steht Pflichtmodule dahinter, diese Module, die wir da erarbeitet haben, sind Pflichtmodule. Das heißt, die muss jeder Kunde durchlaufen, da wir ja im Rahmen als Implementierer mit unserer Fürsorgepflicht quasi dafür sorgen, dass der Kunde das Training erhält, das er braucht, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. Und diese Module, die kann man entweder online bei uns buchen über unser Trainingscenter oder die werden durch Coachings vor Ort durchgeführt. Ich habe Ihnen mal beispielhaft so ein paar Kriterien mitgebracht. Wir haben dann noch eine ganze Reihe mehr in unserer Strategie oder in unserem Konzept. Aber was zahlt denn da so eigentlich auf die Entscheidung ein, eignet sich was für ZEP oder eignet sich es weniger? Das sind Einflussfaktoren, wir nennen es mal Größen und Mengen. Also zum einen Produktkomplexität. Je komplexer ein Produkt, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Heizungsanlagenbauer sind, dann ist, glaube ich, auch jedem klar, dass so das Beziehungswissen der einzelnen Komponenten so im System oder in der Struktur des Systems recht komplex abzubilden ist, schon ein Wort schwierig, komplex abzubilden ist und wahrscheinlich der Kunde mehr unsere Fachexpertise braucht, als wenn Sie beispielsweise ein einfaches Produkt haben wie Text, Artikel, Nummer und Preis. Da wird wahrscheinlich weniger Unterstützung notwendig sein. Ja, Anzahl SKU, Assets erhöhen die Komplexität und natürlich die Organisationsstruktur des Unternehmens. Wenn Sie daran denken, wen müssen Sie alles einbinden? Können Sie weitestgehend selbstständig entscheiden oder müssen Sie Ihre Abteilungen, Ländergesellschaften oder wen auch immer einbinden? Und da haben wir die Erfahrung gemacht, auch zu dem Punkt von vorher, je mehr Personen in einem Projekt beteiligt sind, desto besser ist es, würde extern geführt. Ein zweiter Punkt wäre Ressourcen. Da denke ich auch an Know-how-Ressourcen. Also wie viel Projekterfahrung in IT-Projekten ist im Team schon vorhanden? Gibt es Datenbank-Know-how, in welchem Umfang? Und natürlich die vorher auch schon erwähnten Ressourcensituationen. Ist denn genug Kapazität, zeitliche Freiheit beim Kunden auf der Seite eingeplant? Und das eingeplant ist das eine. Erfahrung zeigt die Realität, dass zwar das eine geplant ist, aber in der Wirklichkeit dann oft nicht zur Verfügung stehen, weil dann wieder andere wichtige Projekte reinkommen.
Ja, Customizing ist auch so ein Thema, das Thema Sonderlocken. Also wir erleben ja gerade im SaaS-Umfeld, dass sich da die PIM-Systeme mehr hin zum Konfigurieren und weniger zum Implementieren entwickeln, was ich eine gute Tendenz finde mal generell. Aber je mehr customized wird, desto komplexer werden vielleicht die notwendigen Anpassungen. Wenn sie zu viel werden, müsste man sich auch mal fragen, ob man die richtige Software ausgewählt hat. Aber gut, notwendige Anpassen, Anzahl der Schnittstellen, Anzahl der Kanäle und Exporte, das erhöht alles die Komplexität und damit gegebenenfalls der Grad der Unterstützung oder der Grad, was man selber machen kann, schrumpft ein bisschen zusammen. Projektmethodik, nur vielleicht ganz kurz, Sie haben ein festes Projektziel, Sie müssen in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Ziel erreichen, haben auch nur dieses Budget dafür notwendig oder Sie können eher agiler agieren und können vielleicht auch das Risiko eingehen, wenn Sie was selber machen, das ein oder andere nochmal nachzuziehen. In dieser Grafik habe ich Ihnen mal, da steht jetzt Nutzen und Vorteile im Vergleich. Ich will nochmal ganz deutlich machen, es gibt kein Gut oder Schlecht in diesem Projektvorgehen. Es gibt vielleicht nur ein passenderes und ein weniger passendes Vorgehen. Aber wenn wir uns jetzt nochmal auf das Customer Enablement konzentrieren, in der Regelfall ist das Projektteam schlank, so wie wir vorgehen. Ich zeige Ihnen dann nachher auch noch eine Grafik. Durch den Know-how-Aufbau, den wir gemeinsam mit dem Kunden umsetzen, wird der Kunde unabhängiger und selbstbestimmter. Er kann neue Anforderungen durch das höhere Know-how im Unternehmen selber schneller durchsetzen. Und wie schon erwähnt, durch die Fokussierung auf Standard zahlt man natürlich auch auf die Einfachheit für ein prototypisches Vorgehen ein. Ja, und vielleicht noch ganz unten der persönliche Guide, halte ich noch für wichtig. Also in unserem Konzept ist es so, dass Sie einen Ansprechpartner, wir haben den jetzt bewusst Guide genannt, weil er wird Sie durch das ganze Projektzyklus begleiten und coachen und er steht Ihnen als persönlicher Ansprechpartner und Coach zur Verfügung. Wie gehen wir also in so ein Projekt? Wie schon erwähnt, zunächst gibt es einen Beratungstermin. In diesem Beratungstermin informieren sich unsere ZEP-Experten über die Situation beim Kunden, was sind die Projektanforderungen, wie groß ist das Projektteam, aber auch der Kunde bekommt einen ganz tiefen Einblick, welche Voraussetzungen denn innerhalb dieses Customer Enablement-Projekts auf ihn denn zukommen. Dabei gewinnen wir schon erste Erkenntnisse und können Ableitungen entwickeln über den Projektumfang. Um das Ganze noch detaillierter darzustellen, haben wir eine ganze Reihe an Checklisten entworfen, die wir dann dazu verwenden, nochmal genauer in das Thema einzusteigen und das Ganze nochmal tiefer und nachhaltiger zu prüfen. Meist in einem Scoping- oder Anforderungsworkshop gemeinsam mit dem Kunden, in der letzten Zeit natürlich auch relativ häufig online. Und aus Ableitung daraus haben wir dann eine Entscheidungsgrundlage und können bewerten, ob das Projekt sich für ZEP oder eher für ein klassisches Implementierungsprojekt eignet. Was denn so jetzt sich unterscheidet, glaube ich, zeigen mal diese zwei Grafiken, die ich Ihnen an die Wand geworfen habe. Oben sehen Sie den ZEP-Ansatz, im unteren Bereich sehen Sie den klassischen Ansatz. Und wenn Sie jetzt mal die Kuchenstückchen angucken, oben eine Eigenleistungsanteil, wenn man jetzt die Gesamtprojektaufwände zugrunde legt, von ca. 65%. Im Vergleich zum klassischen Prozess, wo die Eigenleistung etwa bei 25% liegt. Was auch signifikant höher ist, ist das Training, weil wir ja mehr coachen, mehr Fachwissen auf Kundenseite aufbauen und praktisch das selber voranschreiten, damit fördern. Und damit zu dem Stichwort Kannibalisierung am Anfang, in der Einleitung zu meinem Vortrag, wenn Sie jetzt oben das kleine Kuchenstückchen da mit 10% angucken, das sind so die Aufgaben, die noch die STZ in dem Projekt im klassischen Sinne übernimmt. Und je nach Modell dreht sich das dann, dass die Eigenleistungen gegenüber dem klassischen Projekt, wo Sie noch 65% hatten, nochmal deutlich für den Kunden sinken. Ja, wie sieht so ein Team aus? Wie sind die Rollen verteilt? Wir haben hier auf der rechten Seite in dem Kreis drei so Männchen, wobei jetzt ein Projektteam nicht mit drei Personen besetzt werden muss, sondern das sind Rollen, die wir hier aufgeführt haben. Also wir haben zum einen die Rolle des Projektleiters, der steuert das Projekt intern in der Zusammenarbeit, also intern, aber auch in der Zusammenarbeit mit der STZ.
Wir haben die Rolle des Product Owner, der in erster Linie Ansprechpartner für die Fachbereiche ist, um deren Anforderungen aufzunehmen und später auch die Weiterentwicklung des Systems voranzutreiben. Wir haben Application Consult, diese Rolle, die sich dann mit der Konfigurierung des Aufbau des Systems kümmert, gegebenenfalls auch Customizing-Anteile selbst übernimmt. Und rechts dann eben die Fachbereiche der jeweiligen Unternehmen. Auf so der linken Seite sehen Sie das einsame Männchen, das ist unser Guide oder Coach, der von der Anforderungsaufnahme, also von Prozessschritt 1 durch das ganze Projekt dem Kunden zur Verfügung steht. Zunächst als, wenn man so will, Coach, der das für den Know-how-Aufbau in den verschiedenen Trainingsmodulen sorgt, der aber dann als Sparingspartner, als Guide, als Lotse, als Frage- und Antwortmännchen, wie man es auch immer bezeichnen möchte, dann dem Kunden zur Verfügung steht. Und im Hintergrund hat dieser Consultant bei uns auch noch die Services der STZ-ECOM quasi als Fallback- oder Backup-Lösung. Das können weitere ZEP-Module sein, das können aber auch aktive Unterstützung im Rahmen des Projekts sein, wenn beispielsweise mal Entwicklerkapazitäten durch irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse fehlen. Wie läuft dann so ein Projekt im Standard ab? Wie schon erwähnt, wir haben am Anfang eine Entscheidungs- oder eine Vorprojektphase, in der wir gemeinsam durch die Anforderungsaufnahme eine Entscheidungsgrundlage für oder gegen ein ZEP-Projekt oder eine Projektvorgehensweise empfehlen. Ist es dann ein ZEP-Projekt geworden, stellen wir das System bereit. Die Trainings beginnen, der Kunde baut Know-how auf. Sie sehen auch, da geht noch der Pfeil so in eine Richtung, da ist es eher noch ein Input von unserem Coach. Und dann kommen wir in die Konfiguration oder Customizing-Phase und da sehen Sie, da ändert sich der Pfeil in so einen Kreis. Da ist es dann wirklich ein rollierendes Zusammenarbeiten, ein weiterführendes Training, also eher im Sinne des Guiding, so wie ich es vorhin mit dem Sherpa erklärt habe. Wir haben uns ein bisschen zurückfallen lassen und der Kunde geht voran, wird aber noch abgesichert durch diesen Coach und die entsprechenden Services. Da kommt noch ein L bei Optina rein, also optional heißen die, die müssen nicht gebucht werden. Dann absichern. Wir haben, um den Prozess dann auch noch sicher zu gestalten, sogenannte Quality Gates entwickelt, die innerhalb dieses Prozesses an bestimmten Projektpunkten dann immer den Projektfortschritt bewerten und eben auch dafür sorgen, dass der Projektfortschritt abgesichert ist. Und irgendwann ist mal das Projekt implementiert und dann kommt es in Regelbetrieb und da ist praktisch dieses Modell, wie wir es in der vorderen Spalte haben, die Weiterentwicklung in Unterstützung mit dem Coach und den Services und den Optionalleistungen dann weiterhin gegeben. Jetzt haben wir auf der einen Seite ja sehr viel über neue Projekte gesprochen und mittlerweile hat sich unser ZEP-Ansatz ein bisschen rumgesprochen. Bestandskunden von uns sprechen uns an, aber auch Unternehmen, mit denen wir noch nicht zusammenarbeiten, die sagen, wie sieht denn das aus, wenn wir vielleicht schon einen gewissen Projektschritt erreicht haben, vielleicht schon mit der Implementierungsphase durch sind, können wir denn auch in so einen ZEP-Ansatz einsteigen? Und da bieten wir jetzt ein adaptiertes Modell an, also auch einmal einen Quick-Check, der so quasi dieser Vorbereitungsphase des traditionellen, wenn man schon so will, Projekts entsprechen. Wenn wir uns entscheiden, ein ZEP-Projekt gemeinsam zu machen, gibt es noch einen Onboarding-Prozess, weil wir müssen es ja noch mit dem System und den Voraussetzungen vertraut machen. Und dann ein individuell abgestimmtes Training. Im ersten Modell fangen wir ja quasi mit Einsteigern an oder auf einem Level, wo vielleicht noch nicht so viele IT-Projekte umgesetzt worden sind. Und hier sind ja schon erste Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt worden. Deswegen haben wir hier ein auf den Kunden abgestimmtes Trainingsprogramm, um die vielleicht bestehenden weißen Flecken, die es noch gibt auf der Landkarte, zu schließen. Und dann eben auch wieder in der Weiterentwicklung und Betreuung, so wie wir es aus dem anderen Projekt kennen, das gemeinsame Zusammenspiel zwischen Coach, Services der STZ und dem Kunden mit Konfiguration, Customizing. Und natürlich auch die Quality Gates spielen da noch eine Rolle. Jetzt habe ich viel über Module gesprochen, hier vielleicht nochmal als Grafik zur Verdeutlichung. Wir haben hier die Projektmodule, in dem unteren blauen Bereich sehen Sie diese Module, die quasi bei jedem ZEP-Projekt als Grundmodule zur Verfügung stehen. Die gliedern sich dann in einzelne Komponenten aus, wie zum Beispiel Training, Coaching und Services. Und die grauen darüber stehenden Module
sind optional buchbar, je nachdem, wenn man dann noch ein tieferes Know-how oder anderes Know-how in dieser Projektphase sich aneignen möchte. Damit Sie mal so ein zeitliches Bild kriegen, wie setzen sich denn so die Trainings zusammen, wenn wir jetzt den ersten Projektschritt nehmen, Training. Also das Modul Konfiguration schlägt bei uns mit 6 halben Tagen zu Buche. Also in 6 halben Tagen erfolgen intensive Trainings, so damit Sie beginnen können mit dem System schon mal die konfigurativen Arbeiten zu machen, Attribute anzulegen und. Das Methodentraining sind nochmal 2 halbe Tage und das Projektmanagement-Training auch nochmal 1 halber Tag. Und da will ich jetzt gar nicht ins Detail eingehen, das soll nur zeigen, wie tief und wie fein sich dann die einzelnen Projekte nochmal auffächern. Das heißt, in jedem einzelnen Komponente, in jedem einzelnen Modul haben wir Trainingsunterlagen, Schulungsunterlagen entwickelt, Videos entwickelt, die dann unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden, um diese Trainings abzusichern. Ein wichtiger Punkt in dem Ganzen ist unser Trainingscenter. Das haben wir 2017 gegründet. In dem Trainingscenter war ursprünglich mal geplant, unsere eigenen Mitarbeiter zu trainieren und Schulungsangebote anzubieten. Das hat sich aber relativ schnell zu einem Kundentrainingscenter entwickelt, wo wir eine ganze Reihe an Webinare und Seminare anbieten. Wir bieten beispielsweise auch die Möglichkeit an, unsere Kunden zum PIM-Manager zu zertifizieren. Also gibt es einen zertifizierten Abschluss über Trainings, die über dieses Portal zu buchen sind. Und so haben wir im Jahr 2020 etwa 1300 Teilnehmer über alle Möglichkeiten oder über alle Angebote gehabt. Und die jetzigen Zahlen zeigen uns schon deutlich, dass wir 2021 nochmal deutlich über diesen Teilnehmerzahlen liegen werden. Und das wäre jetzt mal sehr viel über PIM und MDM gesprochen. Wir sind ja hier auf den Print Days und anfänglich haben wir ja auch gesagt, so diese PIM und MDM-Systeme ist unser Schwerpunkt. Natürlich über Systeme, die gut Produktdaten verwalten, das ist das eine, aber es gehören ja dann praktisch auch die Content-Erstellung dazu, zu diesem gesamtheitlichen Prozess und die Content-Ausleitung oder Bereitstellungen in verschiedene Kanäle. Und gerade wir als, wenn man so will, historisch bedingt mit unserem Dynamic Publisher und durch unsere lange Publishing-Erfahrung haben deswegen auch in unser ZAP-Konzept Publishing tief integriert. Horst hat ja heute Morgen wieder vom Paukenschlag im digitalen Grundrauschen gesprochen. Das kann ich nur zu 100% unterstreichen. Aber, und das ist so ein bisschen das Aber, man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wenn Publishing erfolgreich in die digitale Strategie eingebunden werden soll. Zum einen, um digital erfolgreiches Publishing zu machen, muss aus meiner Ansicht nach der Publishing hochautomatisiert sein. Und das wiederum, dieses Hochautomatisieren, bringt Geschwindigkeitsvorteile und deswegen kann man dann Publishing, soll so schnell wie online sein, also soll auf jeden Fall schneller werden, aber dann passt Publishing auch hervorragend in eine gesamtheitliche Omnichannel-Strategie. Also ich verbinde die einzelnen Touchpoints-Kanäle ideal miteinander, aber auch mit zeitlich in engen zeitlichen Herstellungsprozess. Dann muss Publishing zielgruppenrelevant sein, also hoch automatisierbar, hoch individualisierbar. Und Horst hat es ja auch in seinem Vortrag in der Einführung gesagt, Publishing muss nicht 100% Print bedeuten, sondern Publishing kann auch digital sein. Und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, Publishing darf nicht komplex sein. Also diese Einführung, der Zugang zu Publishing-Automatisierungstechnologie muss einfach, wenig komplex sein und muss schnell gehen. Aber da, denke ich, werden wir jetzt auf den Print-Days auch noch einiges über Neowise hören, wo schon der richtige Weg in diese Richtung eingeschlagen wird. Ja, und Publishing, so wie Bergsteiger unterschiedliche Haken verwenden für unterschiedliche Wände sozusagen oder unterschiedliche Schuhe für unterschiedliches Terrain, so ist auch Publishing, macht es Publishing auch notwendig, dass man für verschiedene Anforderungen verschiedene Softwaregattungen nutzt. Und wie gehen wir jetzt im Enablement-Programm konkret vor? Wir haben 2 Basisbausteine, die STZ-Publikationsanalyse. In dieser Publikationsanalyse prüfen wir bestehende Publikationen auf deren Potenzial hin zur Automatisierung. Der Kunde erhält daraufhin eine detaillierte Beschreibung über den Automatisierungsgrad, der jetzt mit dieser Struktur der Publikation erreichbar ist und
durch die Erfahrung von unseren Dynamic Publishern noch Vorschläge, wie diese erhöht werden kann. Dann der Bereich Feinspezifikation, das heißt, da beschäftigen wir uns konkreter mit den Anforderungen der Seitenautomatisierung und der Aufbaulogiken, wenn man so will. Und um jetzt Publishing in diesen digitalen Gesamtprozess während des ZEP-Projektes, also den Grundstein legt man ja eigentlich schon im Vorfeld, wenn man die Infrastruktur aufbaut im Rahmen des Digitalisierungsprojekts, da haben wir dann Optimierungsbausteine eingebaut, Thema Datenqualität. Also wir haben Datenqualitätschecks-Bausteine, die zum einen verlässliche Qualitäten der Daten ermitteln, aber wir haben auch Angebote, um diese Datenqualität dann zu bereinigen oder zu optimieren. Unsere Dynamic Publisher können Layout-Optimierung vornehmen, also das heißt eine Anpassung des bestehenden Layouts im Hinblick auf die Automatisierungspotenziale. Es gibt bei uns Trainings und Workshops zur Steigerung der Produktivität. Wir haben unser Expertennetzwerk erweitert, also über die reine IT, über das reine IT-Know-how, das wir in unserem Unternehmen anbieten, um strategische Themen, beispielsweise welche Publikationen passen gut in meine Publishing-Strategie oder was ist überhaupt meine Publishing-Strategie, um das gemeinsam zu entwickeln. Und über unser Trainingscenter bieten wir noch eine ganze Reihe an Webinaren und Seminaren an, rund um das Thema Publishing, Typografie und Layout. Ja, mit unseren Kunden sind wir mittlerweile auf einige Berge gestiegen, haben den einen oder anderen Gipfel erklommen. Und was kann man jetzt aus den ersten Erfahrungen grundsätzlich sagen? Also Customer Enablement ist nicht der Erfolgsgarant, aber er ermöglicht bessere Ergebnisse. Die gegenseitige Sicherung, Projektteam auf Kundenseite, Projektteam auf SDZ-Seite, verhindert Abstürze und hilft durch den Projektnebel. Und durch das, dass ein Team voneinander lernt, ist ein Team gleich trainiert, ist fitter und erreicht schneller auch höhere Ziele. Ein Kollege hat mir gesagt, the sky is the limit. Und zusammengefasst kann man sagen, Enablement ist für den Kunden auch Empowerment. Ja, danke schön.